Familien-TV-Zuschauer. In der Corona-Pandemie sind wir alle von sozialer Isolation und Einsamkeit betroffen. Wie muss es dann erst den Menschen gehen, die auf Hilfe anderer angewiesen sind und unselbstständig sind? Sophia gibt euch dafür einige Tipps, wie ihr in dieser Zeit mit Pflegebedürftigen umgehen könnt und diese vor der Isolation schützen könnt. Genau, der erste Tipp wäre, dass man Kontakte fördert. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit, aber man kann ja trotzdem sich mit einer Person zum Beispiel treffen. Da ist es wichtig, die pflegebedürftige Person dazu ermutigen, aktiv Kontakte aufzunehmen, zum Beispiel zu Angehörigen, Nachbarn oder Bekannten. Denn, wie wir ja alle wissen, positiv wahrgenommene Kontakte tragen wesentlich zur Lebensqualität bei, weil es zum Beispiel Gefühle der Zugehörigkeit stärkt und Einsamkeit entgegenwirkt. Ja, falls das nicht möglich ist, dass ich die Person mit einer weiteren Person zum Beispiel treffen kann, weil sie zur Risikogruppe gehört oder wie auch immer, dann kann man natürlich auch darauf achten, dass das Telefon der pflegebedürftigen Person immer gut erreichbar ist und auch einfach zu bedienen ist. Das ist ganz wichtig, dass man sie da vorher nochmal instruiert, wie das Telefon überhaupt funktioniert, weil sonst nützt es ja auch nichts, wenn es nah an einem dran steht, sage ich mal. Ja, da kann man einrichten, zum Beispiel Kurzwahltasten, dass man nur die 1 drückt und dann ruft man gleich die Tochter an oder ähnliches. Und wichtig ist auch, dass die Hörerlautstärke passend eingestellt ist. Außerdem kann man auch eine Liste mit wichtigen Telefonnummern bereitlegen. Außerdem kann man die Pflegeperson regelmäßig anrufen. Eventuell vereinbart man sich da auch feste Termine, dass man das wirklich nicht vergisst, die Person anzurufen. Zum Beispiel immer montags rufe ich meine Oma an, dass sie sich das fest einplanen kann und sich darauf vorbereiten kann. Außerdem wäre wichtig, dass man auch andere dazu anregt, die Person regelmäßig anzurufen oder zu besuchen, zum Beispiel Verwandte oder Bekannte. Dann ist wichtig, der pflegebedürftigen Person zu helfen, auch andere Kommunikationsmittel zu nutzen, wie zum Beispiel Videotelefonie, dass man ihr dabei hilft, wenn sie ein Smartphone denn hat, dass man ihr da zeigt, wie man da einen Videoanruf auch tätigen kann. Oder dass man ihr auch einfach dabei hilft, Briefe oder E-Mails zu schreiben. Außerdem sollte man dabei unterstützen, regelmäßig das Sehen und Hören prüfen zu lassen. Das ist ganz wichtig, denn das ist ja sozusagen die Voraussetzung überhaupt, dass Kontakte stattfinden können. Und dass man dann bei Bedarf für eine geeignete Brille oder ein Hörgerät sorgt. Da kann man ja bei vielen Optikern oder Hörgeräte-Spezialisten auch kostenlose Tests machen, um die Seh- und Hörfähigkeit einfach mal testen zu lassen, unverbindlich. Dann sollte man die Person dabei unterstützen, Besuche so zu empfangen, wie sie es auch gerne hat. Also dass man ihr beim Anziehen und Zurechtmachen hilft und auch den Kaffeetisch vorbereitet, weil vielleicht wurde sie bis jetzt daran gehindert, Kontakte zu treffen oder zu halten, weil sie nicht mehr in der Lage war, sich selber hübsch zurechtzumachen oder den Tisch vorzubereiten. Das ist ganz wichtig, dass man ihr das dann ermöglicht dadurch. Außerdem sollte man sie auch nach ihren Wünschen befragen, also welche Kontakte möchte sie konkret verstärken, wie kann ich konkret dabei helfen und vor allem sollte man sie darin bestärken, die Kontakte zu fördern, die sie selber als positiv wahrnimmt. Ein weiterer Punkt wäre, dass man die Aktivität unterstützt, da mit anderen Menschen aktiv sein, Freude macht, von Alltagssorgen ablenkt und das Gefühl gibt, mit anderen verbunden zu sein, was ja gerade jetzt in der Corona-Pandemie deutlich erschwert ist. Und aus diesem Grund kann man zumindest regelmäßig mit der Person an die frische Luft gehen, zu zweit oder was halt gerade erlaubt ist. Dabei kann man ja dann auch Hilfsmittel verwenden, wie zum Beispiel einen Rollator oder einen Rollstuhl. Außerdem kann man immer noch Rituale und Gewohnheiten pflegen. Das heißt, man kann zum Beispiel an einem festen Tag in der Woche in den Park gehen. Auch kann man dabei unterstützen, den Interessen weiter nachzugehen. Also wenn die Person vielleicht selber nicht mehr so gut sehen kann, dass man ihr dann dabei hilft, in der Zeitung zu lesen oder ihr die Zeitung vorliest, man gemeinsam Rätsel löst oder ein Brettspiel spielt. Auch sollte man sie immer noch weiterhin in Alltagstätigkeiten mit einbeziehen,
Also dass man zum Beispiel gemeinsam kocht oder gemeinsam Wäsche zusammenlegt und ihr nicht das Gefühl gibt, ja, du kannst gar nichts mehr, deswegen mache ich jetzt alles alleine, sondern dass man noch versucht, so viel mit ihr gemeinsam zu machen, wie sie es auch selber schafft. Ja, wichtig wäre auch, dass man die Person zu Terminen außer Haus begleitet. Dafür kann man zum Beispiel einen Fahrdienst organisieren von ehrenamtlichen Helfern oder Wohlfahrtsverbänden und dass man sie dazu ermöglicht, wenn es denn erlaubt ist, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel an Bewegungsgruppen von Krankenkassen oder Nachbarschaftstreffs oder Begegnungsstätten oder Ähnlichem. Und dann kann man auch mit der Person besprechen, ob ehrenamtliche Unterstützung organisiert werden sollte, zum Beispiel für Besuche oder Ähnliches. Also Besuchs- und Begleitdienste gibt es ja zum Beispiel von den Maltesern, da haben wir hier auch Prospekte mitstehen. Falls Angehörige nicht immer die Zeit haben, jede Woche vorbeizukommen, kann man da ja auch jemanden engagieren, dass der einmal die Woche vorbeikommt. Ja, außerdem sollte man dabei helfen, Friseurtermine und professionelle Fußpflege weiterhin wahrzunehmen, da ja das doch auch das Selbstbewusstsein der Betroffenen stärken kann. Dabei bieten ja auch viele Dienstleister Hausbesuche an. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade in Corona-Zeiten möglich ist, aber da sollte man auf jeden Fall anfragen, ob die vielleicht auch nach Hause kommen können, wenn die Person mobilitätseingeschränkt ist. Ja, der dritte Tipp ist dann Sicherheit vermitteln. Da das Gefühl, allein und hilfebedürftig zu sein, ja doch sehr verunsichert und belasten kann und Ängste auslöst. Und somit sollte man mit Fürsorge und Verlässlichkeit Sicherheit vermitteln, indem man zum Beispiel der Person vermittelt, dass man immer für sie da ist und dass man sich auch regelmäßig nach seinem Befinden erkundigt. Dabei sollte man auch andere anregen, sie des Öfteren anzurufen oder zu besuchen. Neben Verwandten und Bekannten können das ja zum Beispiel ehrenamtlich Helfende sein, wie wir ja eben gerade schon festgestellt haben, da das auch Sicherheit vermittelt, wenn die Person weiß, ah, montags kommt jemand von den Maltesern vorbei. Genau. Auch Sicherheit vermittelt wird durch eine Liste mit wichtigen Telefonnummern, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn die immer neben dem Telefon liegt, dass die Person weiß, okay, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich hier sofort die Nummer von dem und dem oder die Kurzwahltaste und weiß gleich, was ich zu tun habe. Dann sollte man auch ganz wichtig mit der Person besprechen, ob die aktuelle Wohnsituation und Betreuung immer noch den Bedürfnissen entspricht oder ob man da vielleicht nicht lieber überlegen sollte, dass ein Heim oder eine ambulante Pflege oder eine Tagespflege vielleicht angebrachter wäre. Das ist immer wichtig, als pflegender Angehöriger oder überhaupt als Angehöriger zu überprüfen, ist die Betreuungssituation gerade noch angemessen oder gibt es da vielleicht irgendwas, was notwendig wäre, um auch die Sicherheit der Person zu gewährleisten. Da sollte man dann am besten zusammen mit der betroffenen Person überlegen, was die sich vorstellen könnte oder wünschen würde. Ja, und der letzte Tipp ist, dass man natürlich auf Warnsignale für Einsamkeit achten sollte. Denn Einsamkeit ist ja das Gefühl, allein und nicht mit anderen verbunden zu sein. Dennoch sind ja nicht alle Personen, die allein sind, fühlen sich nicht einsam und nicht alle einsamen Personen fühlen sich allein. Also es ist ja immer ein bisschen kompliziert, da muss man herausfinden, ob die Person gern alleine ist oder nicht. Und dabei kann man zum Beispiel auf die Umstände achten. Hat die Pflegeperson kaum soziale Kontakte? Ist die Mobilität sehr eingeschränkt? Oder fehlt es an Transportmöglichkeiten? Dann ist auch wichtig, dass man Einsamkeitsanzeichen wahrnimmt. Zum Beispiel wirkt die Person traurig, spricht sie davon, sich allein zu fühlen oder einsam oder von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und dass man da behutsam nachfragt, was die Person sich in Bezug auf Kontakte wünschen würde. Auch ist wichtig herauszufinden, woran es liegt, falls sich die Person zurückzieht. Dass man da also nach Sorgen und Ängsten und Belastungen fragt, denn die können ja sowohl in Freundschaften als auch in der Partnerschaft entstehen. Und vielleicht wird einem da auch nicht sofort alles preisgegeben, weil dann doch Schamgefühle da sind, vielleicht aufgrund von Inkontinenz oder Depression oder einfach auch Unsicherheit mit anderen Menschen, also im Umgang mit anderen Menschen.
Vielleicht auch aufgrund einer beginnenden Demenz, das ist, müsste man immer beobachten, da werden die Personen dann doch sehr unsicher. Deshalb ist es auch wichtig, die Person dabei zu unterstützen, die Umstände zu verändern, die bei ihr zu diesen Einsamkeitsgefühlen führen. Das heißt, man fördert Kontakte und Aktivitäten, die wir ja eben schon genannt haben. Und falls das alles leider doch nichts mehr bringt, kann man natürlich auch professionelle Beratungsangebote wahrnehmen. Neben Beratung zur Pflege vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Die bieten ein sogenanntes Pflegetelefon an. Die Telefonnummer packen wir euch mit in die Videobeschreibung. Oder man kann auch auf der Internetseite wegezurpflege.de sich informieren. Daneben gibt es auch spezielle Angebote zur psychischen Unterstützung für ältere, isoliert lebende und einsame Menschen, wie zum Beispiel Telefonangebote, einmal von Silbernetz zum Beispiel oder einmal von der Telefonseelsorge. Und all diese Nummern und Internetadressen packen wir euch mit in die Videobeschreibung. Vielen Dank, und man könnte uns ja auch im Notfall anrufen. Falls das jetzt doch alles ein bisschen komplex war, stehen wir auch nochmal für Fragen zur Verfügung.